It's time to get busy, convicts. Proceed with your mission now. So, hallo und herzlich willkommen zur Review von Ace Combat. 13 Jahre hat es gedauert, bis wir wieder Gescheites gekriegt haben, aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Ihr wisst ja, falls ihr das andere Video schon gesehen habt, das Unboxing. Ich zähle Infinity und Salt Horizon nicht dazu. Und Ace Combat 6 leider auch nicht. Weil da wurden wir ja verraten. Aber egal. So, fangen wir direkt mit der Story an. Welche theatralisch und dramatisch ist, wie immer. Aber das kennt man ja von Ace Combat, ist ja nichts Neues. Aber sie schließt sogar indirekt an die Vorgänger an. Also wenn man die Vorgänger gespielt hat, wird man einiges wiedererkennen, einige Anspielungen oder viele sogar, einige Namen sogar wiedererkennen. Auch von Personen tatsächlich, von Ländern und Firmen und wen es da alles gab, ja sowieso. Wie man schon hört, Sprachausgabe üblich auf Englisch, Deutsch im Untertitel, das ist auch gut so, das gehört sich so, das muss in Ace Combat so sein. Ich habe schon einige meckern hören deswegen, aber naja, sollen sie meckern. In dem Fall muss ich wirklich sagen, ist die Englische auch besser, wenn ich mich an Assault Horizon erinnere. Da war die Deutsche, hat gezwungen gewirkt, also dann lieber so. Ich habe auch das Gefühl, dass es immer dieselben Sprecher sind in der englischen Fassung, kann mich aber irren. Wer weiß, wer weiß. So, kommen wir mal zum Gameplay. Gameplay ist... Ja, makellos wäre vielleicht ein bisschen zu hochtrabend, aber perfekt ist es auf jeden Fall. Für mich zumindest. Es spielt sich genau wie früher. Wenn man die alten Teile noch kennt, selbst wenn man sie eben, wie genannt, 13 Jahre nicht gespielt hat oder jetzt nur die alten nochmal wiederholt hat, fühlt sich sofort wieder zu Hause. War bei mir so. Ich bin direkt wieder drin gewesen. Klar, es fühlt sich etwas flüssiger an. Man kann ja immer was verbessern, gerade auch mit der modernen Technik jetzt. Aber auch... Auch die Profisteuerung vor allem, welche ja hier als schwieriger einem immer verkauft wird, die fühlt sich einfach wie maßgeschneidert an. Und sie ist auch definitiv besser als diese bekloppte Anfängersteuerung, die es da gibt, wo man wie auf Schienen fliegt und nicht mal richtig rollen kann und solche Geschichten. Finger weg davon, selbst wenn ihr noch nie ein Flugzeug in dem Game geflogen seid, nehmt auf gar keinen Fall diese komische Anfängersteuerung, damit macht ihr euch nur unglücklich. Die war in den letzten Teilen nutzlos und ist es noch hier. Glaubt mir, ihr werdet mit der Profisteuerung werdet euch direkt wie zu Hause fühlen, selbst wenn ihr noch nie ein Flugzeug geflogen habt. So komisch es klingt, aber es ist wirklich so. So, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was die Qualität angeht. Ich habe noch nicht einen einzigen Bug in diesem Spiel gefunden. Nichts. Es gibt ein paar Übersetzungsfehler in den Texten, hat man schon gemerkt, gerade wenn man die im Ladebildschirm die Tipps und so liest oder auch die Beschreibungen, wenn sie Flugzeuge einblenden. Da schleicht sich mal das ein oder andere Fehlerchen ein, aber das ist ja nichts, was das Spiel beeinflusst. Ich habe wirklich noch keine Bugs gefunden, ich hatte noch keinen Absturz, es ruckelt nicht, das ist auf der PS4, es ruckelt nicht, gerade bei solchen Effekten. Klar sind die Bodentexturen jetzt nicht so wunderschön, aber das braucht sie auch nicht. Darum geht es ja auch gar nicht. Man sieht ja hier auch, die Framerate ist stabil, ich glaube 60 FPS waren es sogar direkt auf der Konsole, auf der PC-Version wird es wahrscheinlich noch mal ganz anders und viel besser und viel schöner aussehen. Das ist ja ganz normal. Das kennen wir ja alles. Aber das ist halt so auch eine Qualitätsfrage. Es gab auch noch keinen Patch. Das Ding ist jetzt ziemlich genau eine Woche draußen. Über eine Woche sogar schon. Und es war noch kein Patch notwendig. Es gab auch keinen Day-One-Patch und so ein Blödsinn. Das Ding läuft einfach. Das ist halt Qualität, die sieht man heutzutage nicht mehr so. Und das bei so einem eher... Auch wenn es jetzt fies klingt, Nischentitel, weil Flugspiele sind ja heutzutage ja leider so gut wie tot, was eigentlich schade ist. Und die es gab, wenn ich jetzt da an Air Conflicts denke, da wird einem schlecht. Das ist wirklich Müll gewesen, ja. Fliegender Müll, aber darum ist, gerade wer immer wieder fliegen will, auf jeden Fall hier zugreifen. Jo, was hat das Spiel denn alles für Inhalt überhaupt? Ja, da kommen wir jetzt dazu. Hier sieht man ja schon, Kampagne, ganz klar. Kein Ace kommt ohne Kampagne. Hat 20 Missionen, die, wenn man schnell ist, 5 bis 10 Minuten dauern, wenn man sich Zeit lässt, auch mal eine halbe Stunde. Es gibt auch einige Missionen, die ein fixes Zeitlimit haben, also da sind 15 Minuten angesetzt und wenn die vorbei sind, ist die Mission rum.
Das sind diese Punkte-Limit-Missionen, so wie man hier jetzt gerade sieht. Diese hat aber gleich einen Punktwechsel, wo also dann eben wieder das Zeitlimit eine Rolle spielen wird. Anderen Missionen, zwei anderen, die es noch gibt, haben das dann nicht. Die laufen 15 Minuten und passt. Alle anderen haben immer ihr striktes Zeitlimit, in dem man seine Ziele erreichen muss, denn sonst hat man das vergeigt. Aber das kennt man ja auch alles. Das haben sie, glaube ich, in Ace Combat Zero eingeführt mit den Punktemissionen. Also, ich fand die sowieso immer am geilsten, wenn man sich ja schon austoben konnte, ohne ständig Stress zu kriegen. So, dann kommen wir zum Multiplayer, welcher Team Deathmatch und Battle Royale beinhaltet. Ich muss zugeben, bei Battle Royale ist mir kurz schlecht geworden, weil das ist so die aktuelle Gaming-Krankheit. So nach Lootboxen ist es jetzt Battle Royale. Das Krebsgeschwür in der Gaming-Welt. Aber keine Sorge, wenn ihr das genauso kacke findet wie ich. Es heißt nur Battle Royale. Das ist ein ganz stinknormaler Deathmatch-Modus. Denn es hält sich bis auf das alle gegen alle spielen nicht an die Regeln von Battle Royale. Es gibt keine Zone, die irgendwie kleiner wird. Man startet mit Munition, mit Waffen vollständig. Man kann aber bestimmen, ob jetzt Spezialwaffen, wie hier jetzt die SOD, benutzt werden darf, wobei die da ziemlich nutzlos ist, weil das ist eine Bombe. Und es gibt nur Luftkampf-Modi aktuell, es gibt nichts, was Bodenziele beinhaltet. Und man muss auch nichts einsammeln, man muss keine. Das ist einfach nur Deathmatch. Ganz simples, alle gegen alle, Free for All, Deathmatch. Klassisch, altmodisch, geil. So muss das sein. Dann gibt es noch das Team Deathmatch. Altbekannt, gewohnt. Kennt man. 4 gegen 4, 2 gegen 2. Oder auch 3 gegen 3, wenn der Server nicht ganz voll geworden ist. Alles möglich. Kennt man. Und es macht auch Spaß tatsächlich. Also, ich bin gerade beim Fliegen, muss ich zugeben, Multiplayer immer ziemlich schlecht eigentlich gewesen. Aber hier ist es wesentlich ausbalancierter, aber trotzdem zählt der Skill auch, weil wenn du es nicht drauf hast, dann holen sie dich runter, keine Frage. So, kommen wir noch zu ein paar Kleinigkeiten und Besonderheiten, wie man jetzt hier auch gerade sieht, ist Wetter. Es gibt mehrere Wetterzonen, die eingesetzt werden. Hier ist jetzt ein Sandsturm, keine Sicht, Radar gestört. Jetzt ist es wieder vorbei, jetzt kommen wir jetzt zum nächsten Wetter. Jetzt war ich etwas zu langsam, okay. Hier ist das nächste Wetter. Sturm. Und hier in Besonderheit, hier wird man auch mal gerne vom Blitz getroffen. Das fügt dann zwar keinen Schaden zu oder nur ganz, ganz wenig, wenn überhaupt. Für den höheren Schwierigkeitsgraden wahrscheinlich schon, jetzt auf Mittel und Leicht habe ich jetzt nichts gemerkt. Aber man wird halt kurz außer Gefecht gesetzt. Das kann im falschen Moment einem dann in einen dieser Berge reinrahmen. Das kommt in ein, zwei Missionen vor, da war es schon knapp. Das ist tatsächlich mal eine sinnvolle Neuerung in diesem Spiel. Also. Hat bis jetzt noch habe ich bis jetzt sozusagen bei noch keinem Luftkampfspiel so in dieser Ausführung gesehen. Klar, Wolkendicht, dass man mal nichts sieht in solchen Geschichten oder Wind, das kennt man ja auch. Wind gibt es hier ganz viel in vielen Missionen, gerade wenn es so Canyon gibt, dass einem der Wind wirklich zur Seite drückt. Man stirbt nicht automatisch, so wie früher in anderen Games dieser Art, wenn es mal vorkam. Und auch in alten Ace Combat Teilen gab es das auch schon. Da ist man dann, wenn man über den Hügel rüber gekommen ist, direkt gestorben. Sondern in diesem Fall wird man einfach wirklich abgedrängt. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht, wenn man versucht, wieder runterzukommen, in den Berg reingedrückt wird. Was eigentlich gar nicht so einfach ist, weil wenn die Maschine sich nach rechts gedrückt wird, dann hast du Pech gehabt. Das sieht einfach nichts mehr. Musst du dann rauskommen. Das macht halt tatsächlich auch sehr viel Spaß. Und man muss auch in den Wolken aufpassen. Wo, vielleicht sieht man es gleich. Man kann die Wolken als Deckung benutzen, in allen Missionen, egal wie dicht sie sind. Je dichter, umso besser natürlich. Aber sie stören auch die eigene Zielerfassung, nicht nur die des Gegners. Muss man darauf achten. Und man kann vereisen, was zum Strömungsabriss führen kann. Muss man auch sehr aufpassen. Aber es ist schnell gelöst, wenn man aus den Wolken rauskommt, löst sich die Vereisung schnell wieder auf. Und dennoch kann einer so ein Strömungsabriss im falschen Moment, gerade in so einem Level mit vielen Bergen, dann schon ungesund enden. Ah, diese Zwischensequenzen. Herrlich. Ich finde sie super. Genießen wir sie kurz. Schön.
Also, so, dann kommen wir doch gleich zur Technik, beziehungsweise zur Freischaltungstechnik, besser gesagt. Das funktioniert, wer Infinity gespielt hat, genauso über ein Raster. Man beginnt mit der F16 und kann sich dann fröhlich durch sämtliche Modelle von russischen, amerikanischen und europäischen Herstellern durchforschen, sozusagen. Allerdings muss man hier keine Forschungspunkte mehr sammeln und erst das Freischalten dadurch, sondern man sammelt einfach seine Kampfpunkte. Dafür bekommt man dann je nach Leistung Geld gutgeschrieben, das nennt sich hier MRP. Und damit kannst du dann die Maschine einfach kaufen. Also man muss nicht erst wieder einen Balken füllen mit Forschungsergebnissen, sondern man kann direkt, wenn die Maschine zur Verfügung steht, erreicht wurde durch den vorherigen Kauf von der anderen Maschine, einfach freischalten. Genauso auch Tuningteile wieder für alle Bereiche, also Bewaffnung, Leistung, Stabilität, Tarnung, Reparatur sogar. Also wer Infinity gespielt hat, der weiß genau, was kommt. Nur halt jetzt vereinfacht. Es sind jetzt so um die 30 Maschinen, glaube ich, weniger als 30 Maschinen. Es gibt auch eine geheime versteckte Maschine ganz hinten. Da kriegt man erst, wenn man die Story durchgespielt hat. Da war gerade so ein Blitzeinschlag. Ich würde jetzt gerne nicht verraten, welche Maschine das ist, aber man sieht sie gerade im Bild und es kann sich wahrscheinlich auch jeder denken, der die Serie kennt. Aber man kriegt sie eben erst, wenn die Story durch ist und man muss sie trotzdem noch kaufen. So, jetzt kommen wir zum besten Teil. Habe ich mir jetzt den Schluss aufgehoben. Das, was alle hören wollen: Es gibt keine Lootboxen, keine Mikrotransaktionen, nichts. Weder für Skins, noch für Teile, noch für MRP, gar nichts. Man muss in diesem Spiel wirklich kein Geld mehr ausgeben. Auch nicht, wenn man das will. Und das ist auch eine Sache, mal abgesehen zur Qualität eben, die heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Das gefällt mir sehr gut. Das gibt also wirklich noch Entwickler, die die Spielerschaft nicht nur verarschen und melken wollen. Und tatsächlich bin ich auch froh im Nachhinein, dass das Spiel verschoben wurde, um, glaube ich, fast 3 Monate oder 4 sogar. Es hat sich gelohnt, wie man sieht. Es läuft stabil, keine Bugs, keine Fehler, keine Ruckler, nichts, kein Glitch. Ich habe auch noch kein Flugzeug irgendwie durch den Berg durchfliegen sehen. Also, und auch, wo man hier gerade den Multiplayer sieht, der Netcode ist sehr stabil. Ich bin noch nie aus einem Match rausgeflogen. Es kann mal sein, dass es beim Betreten eines Raumes ein Problem auftritt. Aber das kann ja wieder viele Gründe haben. Das kann auch an der eigenen Leitung liegen. Das wäre jetzt der einzige Fehler, der mir aufgefallen wäre. Woran es liegt, weiß ich jetzt eben nicht. Vielleicht ist es ein kleiner Bug. Aber das ist halt beim Online so. Man kennt schlimmere Sachen. Ich bin froh, dass es nur das ist. Klar muss es auch nicht sein. Aber mehr wäre mir halt wirklich noch nicht aufgefallen. Darum würde ich es halt auch jetzt nicht unbedingt als Bug bezeichnen. Wer viel online spielt, gerade mit leider hier Host-Migrationsservern, der weiß, dass da gerne und gerne mal was schief geht oder nicht richtig funktioniert. Von daher kann ich darüber hinwegsehen, vor allem wenn man bedenkt, dass der Rest vom Spiel einfach so rund läuft. Also da. Ah, da fehlen mir gerade die Worte. Das ist für mich sehr ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass ich schon seit 13 Minuten laber. Und das ohne Skript. Ich dazu mal hinzufügen. Ich habe nur Stichworte aufgeschrieben. Ja, was kann man noch sagen? Es gibt einen Season Pass. Der ist mit 25 Euro auch nicht gerade günstig. Ich bin gespannt, was da kommt. Es fehlt noch ein Koop-Modus, da hätte ich nichts dagegen. Der darf gerne so aussehen wie Infinity, nur halt ohne dieses bescheuerte Spritsystem. Was wirklich der Grund war, warum dieses Game letzten Endes schlecht war, tatsächlich. Auch wenn der Rest ganz cool war, aber der Netcode und das mit dem Sprit von Infinity, das war halt Mist. Wer es gespielt hat, weiß es. Ja, aber ansonsten weiß man halt auch noch nicht viel. Es soll wohl noch ein Story-Add-on geben. Wurde aber nur mal in dem Interview erzählt. Also ist jetzt nicht gewiss, ob es dann eine Story ist. Ich fände halt eine Spiegel-Story cool, dass man auch mal die andere Seite spielen kann. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Noch 20 Sekunden. Dann verabschiede ich mich. Danke fürs Zugucken. Wenn ihr es haben wollt, Link ist in der Beschreibung. Und dann wünsche ich allen, die es haben, viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.